Es ist Zeit für das letzte Rennen der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. 2010 haben hier vier Fahrer bei diesem Rennen um den Titel gekämpft, wobei sich letztendlich Sebastian Vettel durchsetzen konnte und zum bis dahin jüngsten Weltmeister gekrönt wurde. Erwartet uns auch heute wieder so eine große letzte Überraschung? Finden wir es heraus beim großen Preis von Abu Dhabi. Hier auf dem Yas Marina Circuit kriegen es die Fahrer mit 9 Rechts- und 12 Linkskurven einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmöglichkeiten, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht, und wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen. Die Rundengeschwindigkeit liegt im Durchschnitt bei knapp 200 km/h. Stefan Römer leistet mir zum letzten Mal in diesem Jahr Gesellschaft, um sich mit mir zusammen von einer weiteren Formel-1-Saison zu verabschieden. Ja, die Winterpause steht wieder vor der Tür und viele der Teams sind in Gedanken schon bei der nächsten Saison. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Meisterschaftsplätze, die noch nicht entschieden sind und einen großen Unterschied machen können, was das Preisgeld angeht. Das heißt, niemand wird hier vorzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Richards, Albon, Sergio Perez und Verstappen. Sainz, Vettel, Ricciardo und Lando Norris. Leclerc, Stroll, Esteban Ocon und Gasly. Kvyat, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen. Grosjean, Russell, Latifi und Mick Schumacher. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. It's been a long season, but let's try to end it on a high note. Ja, und damit stehen heute nochmal 14 Runden an hier in Abu Dhabi. Wir wollen es natürlich irgendwie rocken. Los geht's gleich im wichtigen Rennen. Also Albon hat keine Strafe bekommen, das ist schade, aber es ist nicht änderbar. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. So, unser Ziel ist es definitiv einen guten Start reinzukriegen. So, letzte Rennen. Liebe Leute, das letzte Saison in 14 wichtige Runden nochmal hier in Abu Dhabi. Albon müssen wir schlagen. Das heißt, wir müssen sicher 8 Punkte mehr holen als er. Platz 4, dann hat er 12, dann müssten wir sogar schon gewinnen. Also er muss definitiv weit nach hinten fallen. So 1, 2, 3 Plätze vielleicht. Und wir könnten, dann können wir es ganz direkt geben. So, ich gebe mal auf Fettgemisch schon, damit ich beim Start direkt eine Mercedes packen kann. Ich will den Hamilton, muss ich direkt packen, um schon den Druck da reinzukriegen ein bisschen. Auf eben Alexander Albon. Mein Ziel ist es, Sechster zu werden. Das wäre noch wichtig. Dann wäre es wichtig. Dann tritt er so momentan nach dem Sieg in Brasilien. Ein gutes, starkes Rennen gefahren, muss man ihm lassen. Aber wichtig ist, dass wir ihm jetzt heute den Druck nehmen. Teamkollege auf 22, der hat eine 10 Plätze Strafe, das ist mir aber auch herzlich egal. Wichtig ist für mich das persönliche Ergebnis, weil 7. Platz sollte auch durchaus drin sein. Oder ja, 6. Platz sollte nicht reichen. Ich weiß es nicht, ich muss gleich gucken. Wir fahren jetzt erstmal unser Rennen. Ich gucke jetzt erstmal nur ein bisschen auf mich persönlich und dann schauen wir mal, was das Team betrifft. Weil jetzt so zu rechnen, wie viele Punkte die irgendwie holen müssten, könnten, würden. Weil ich habe tatsächlich mal die Kurzschlusswärme nicht angeguckt. Ich habe nur die Fahrerwärme angeguckt. Da sind 8 Punkte Richtung auf Alexander Albon. Solange wir den um uns herum haben, ist es eh egal. Perez, Sainz sind alle noch schon erstmal hinter uns. Perez momentan auf 5. Ist egal, der kann ruhig, wenn er hinter uns bleibt, ist es in Ordnung. So. Das letzte Rennen. Dann wissen wir jetzt, was die Zukunft betrifft. Ja, der Williams da hinten, Williams, das ist Nick, natürlich einer von unseren Leuten, stellt sich jetzt hin. Puh.
So, die Start ist erlaubt. Folgt. Und das, was ich haben wollte, ist passiert. Vorbei, Ernst Mann, Lewis Hamilton. Das ist das Wichtigste. Und Albon ist zurückgefallen. Yes! Unser Ziel ist erstmal erreicht. Das ist erstmal der gute Start. Vorbei an Lewis Hamilton. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Albon jetzt auf 4 wieder vorgefahren. War eigentlich schon der Perez und so zurück. Aber darf man wieder gerne zurückfallen. So. Okay, 14 Runden stehen das an. Schade, den Valtteri, den hätte ich gerne mitgenommen noch. Ja, man denkt sich wieder am Scheiße, da wäre ich gerne mitgezogen. So, momentan noch ein Zweiter sind, kann man mal ganz kurz ein bisschen hochrechnen. Albon würde momentan 12 Zähler bekommen, wir würden momentan 18 bekommen. Ergo würde nicht reichen. Sprich, Verstappen muss uns das Ding gefallen, wir sollen die Teamkollegen angreifen. Oder wir noch einen nach vorne, aber dadurch, dass der Bottas mir nach vorne ein bisschen wegzieht, ist das für mich alles andere als gut. Wichtig ist, dass ich hoffe, dass der Verstappen seinen Teamkollegen noch ein bisschen angreifen kann. Weil im Gegensatz jetzt im Brasilien Grand Prix haben wir ja jetzt das DRS frei. Bottas fährt seine schnellste Runde und kann wegziehen. Damit ist das Thema Sieg für uns, wenn das Thema Sieg für uns erstmal raus. Der ist definitiv weg. Ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen auf den Hamilton, der hinter uns liegt. Ich habe ein bisschen Glück, aber gut, mal gucken. Sie ist Rennen läuft. Womit haben wir das nicht reichen? Wenn der Dings natürlich vorbeigeht, den Verstappen, dann wär mal dran. Aber wie gesagt, Albon tut es nicht den Gefallen mit dem schlechten Start. Der hat es leider nicht verhauen. Zweiter sind wir momentan. Also geht Albon momentan sogar an Hamilton ran. Also ja, der, wie gesagt, der muss nur ein bisschen hinter uns, ein, zwei Plätze hinter uns ins Ziel kommen. Dann ist es eigentlich egal für ihn. Tu mir den Gefallen, Verstappen. Lass den Teamkollegen nicht in Ruhe. Bring ihm einen Fehler. Ich hoffe, dass er es hinkriegt. Das hat die schnellste Runde. Wir haben einen kleinen Quersteher. Und jetzt haben wir ein Problem. Ohne das DRS jetzt könnte ich mich vielleicht ein bisschen halten. Aber vorne weg ist halt definitiv der Bottas. 4 Sekunden. Aber mit dem Start haben wir schon mal hingekriegt. Ich hoffe, dass der Bottas dann sogar noch einen Fehler macht. Entschuldigung. Wieder ein bisschen wegkommen. Ja, der Bottas ist stark. Der fährt da vorne weg. Der kann mir da komme ich nicht mehr ran. Da muss ein bisschen Glück dabei sein, wenn ein Safety Car kommt oder so. Aus eigener Kraft ist es nicht zu schaffen. Ich mache meine Hausaufgabe und das ist das Wichtigste. Dass du nicht dich drehst, wenn Hamilton sich wegdrehen würde und den Albon mitnimmt, müssen beide ausscheiden, dann ist es mir egal. Und dann kann man nämlich noch den 8. Platz zumachen. Kann man den 6. Platz das Ding zumachen. Aber wie lange der Albon da auf Platz 4 rumgurkt, keine Chance, irgendwas zu reißen. Vor allem, weil Bottas mir wegfährt.
nichts machen momentan. Hamilton verbremst sich ein bisschen. Ich spiele wieder so ein bisschen die den Blockers. Wieder kann ich mich ein bisschen absetzen. Runde 5 sind wir ja schon mittlerweile. 9 Runden haben wir noch. Ein bisschen Luft geholt jetzt, ein bisschen atmen. Wir kommen wieder weg von Hamilton. Und wenn er. Das gefällt mir nicht, dass der Albon da dran, dass der mit da drin hängt in der Gruppe. Aber gewinnen und wenn der Bottas ausfällt, wir gewinnen das Ding, ist das okay. Dann würde mir es reichen. Dann darf er zwar ruhig 12 hinter uns sein. Dann hätten wir nämlich 25 WM-Punkte. Und und dann würde Albon auf 15 kommen und würde zumindest die 10 Punkte rücken. Also es geht nur dann mit 12 hinter uns. Anders ist es nicht möglich. Jetzt greift der Hamilton, versucht der Hamilton anzukommen. In this lap, push now, gap to teammate behind is 13.4 seconds. So. Ja, Lewis macht natürlich den Druck, den er machen muss auf mich. War klar, die wollen natürlich vorbei, die beiden. Für den geht es auch noch um die WM. Glaube ich zumindest. Und Hamilton, Verstappen tut mir da nicht den Gefallen, mir mit den Albon vom Hals zu halten. Mal gucken, wie es dann gleich nach der Bereinigung der Boxenstops ist. Ich muss jetzt gerade ein bisschen Gas geben hier, damit ich die Möglichkeit habe, vor dem Hamilton draußen zu bleiben. Das wäre wichtig. Weil den jetzt nochmal auf der Strecke zu kassieren. Ich habe ja schon mal an einem Boxstopp die Rennen teilweise ruiniert. Wo ich ein gutes Ergebnis gefahren habe. Gut Prinzip war. Und dann den. Ich im Boxstopp mir ein Rennen kaputt gefahren habe. So, Hamilton kommt immer wieder ran. Rückstand von Verstappen auf. Albon sind 0,8 Sekunden. Ich muss jetzt ein bisschen dranbleiben, Bottas, glaube ich, geht jetzt rein. Ja, ich muss jetzt noch eine Runde draußen bleiben, sonst habe ich den Hamilton definitiv vor mir. Ich muss mit ihm gleichzeitig reingehen. Sieht der Verstappen dann gerade raus gegen den Albon? Kann das sein? Ah, nee, leider nicht. Das war's. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Fuck. Einfach random ausgebrochen die Karre. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss das den Weg mitgehen. Eigentlich mit Hamilton, ja klar. Also es ist nicht möglich, ihn damit zu halten. 8 Runden haben wir noch. Ich kann leider gar nichts machen. Jetzt komme ich immer mal wieder ein bisschen weg. Heißt, ich ein Safety Car würde mir noch den Arsch retten jetzt. Ein Safety Car, ein Albon-Ausfall. Das wäre das Allerwichtigste. Ansonsten ist es fast nicht möglich. Wieder ein bisschen kommt da natürlich in Schlagdistanz mit dem DRS. Das gefällt mir nicht.
Ja, ich kann leider nicht feiern. Ich kann mich nicht über meinen Platz freuen. Ich würde dann Platz 7 in der Fahrer-WM mitbekommen. Konstrukteurs-WM wird wahrscheinlich auch nur Platz 6 maximal sein. Ich denke nicht, dass wir da an Renault noch vorbeigehen. Ich weiß nicht, wie die momentan platziert sind. Sorry. Aber ich musste den Weg mitgehen. Weil alles andere war halt ein bisschen sehr riskant. Wäre auch ein Fehler gewesen. Nick is coming in for his stop. Go, go, go. You'll be racing. Yes! Exit. Stop hat geklappt. Ich bin vor Verstappen. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Und damit gefällt mir das gerade, weil der Verstappen damit vorbei ist an Lewis Hamilton. Aber ich glaube, das würde reichen, ja. Ich würde jetzt, wären es Platz 2, Platz 4, das wäre noch okay. Albon ist drin, glaube ich, mit reingezogen. Ich weiß es aber gerade nicht. Schauen wir einfach mal. So, wir haben jetzt Halbzeit des Rennens, letzten Saisonrennen. Hamilton wird wahrscheinlich den Platz gar weg gehabt haben. Aber mir gefällt das gerade, dass der Dings dazwischen ist. Dass Verstappen mit dazwischen vorbeigekommen ist. Obwohl, warte mal, ich weiß gar nicht, ob die jetzt wegen der Boxenstopp. Moment, das müssen wir gleich gucken. Ich kann mich dann jetzt freuen, wenn ich weiß, dass der Albon irgendwo dahinter klebt. In der Gruppe klebt. Der ist jetzt in der Box, okay. Albon ist in der Box. Steht, fährt. Reicht das, um vorbeizukommen an Alexander Albon? Es reicht. Jawohl, wir sind vorne dabei. Okay, gap ahead is 7. Momentan auf 3, Giovinazzi war noch nicht. Der wird später auf die Soft gehen. Wichtig ist, dass folgende Positionen bestehen. Bottas, wir, Verstappen, Albon. Das heißt, momentan auf 2. Albon auf 3, 4. Würde nicht reichen. Die Änderung... Ja, ich weiß nicht, ich war so doof, dass der Hamilton da zurückgefallen ist. Ich weiß nämlich nicht, wie der gelandet ist. Das hat sich, glaube ich, damit nichts... hat sich, glaube ich, nichts getan. Das ist leider der falsche Red Bull, der da irgendwie mit der... Gut, Hamilton, der musste sich so reinziehen. Das ging nicht anders. Und alle, also Hamilton hat es raus, was die Spitzenposition betrifft. Der steht also ganz, ganz da hinten. Oh, da ist der Verstappen. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Wenn du mir... Ja, sorry, das war jetzt gerade ein bisschen... Da musste ich aber... Aber was hakt er sich dann nämlich rein, ey? Anstatt dass er einfach mal... Gut, er geht gegen seinen Teamkollegen, ne? Klar. Aber das war jetzt gerade Absicht von mir, dass ich den da jetzt weggedrückt habe. Ah, falsche Auto immer noch hinter mir. Eigentlich müsste ich dem Herrn... Müsste der Albon dazu raus. Okay, dieser Grab. Der muss ja... Er will natürlich für Red Bull... Der fährt auch für sich und seinen Teamkollegen. Giovinazzi jetzt in der Box, das heißt, wir rutschen wieder vor auf die 2. Giovinazzi ist in der Pit. We're leading our teammate by 15.8 seconds. Momentan die... So, damit haben wir es wieder bereinigt, das gleiche, was wir vorher hatten. Hamilton ist raus, aber jetzt Verstappen an ihm vorbei. Bottas vorne weg.
Jetzt geht mir der Halber noch auf den Nerv. Scheiße, Mann. Der muss auf 5 zurückfallen. Dann hat er nämlich 10 Punkte und ich habe dann 18. So, da der... Ich zieh mal gerade zu. Und damit ist der Platz auch bei Red Bull perfekt. So, okay. Eigentlich war es mir nicht... Das ist das falsche Auto dahinter. So, Albon. Fällt zurück nach dem Fehler. Ja, nee, noch nicht. Ah, schade, schade, schade. Ah Mann, was soll ein Rennen, ey. Ich muss ihn dazu bringen, dass er ein bisschen zurückfällt. Deswegen habe ich jetzt auch die Lücke so zugemacht. 5 Runden noch. Aber momentan noch Führung auf 2. Bringt nichts. Meine Güte, die Red Bull gehen mir auf den Piss mittlerweile. Der eine versucht, mich wegzudrücken und wenn der eine es nicht schafft, schafft der andere halt. Ne? Geh mir nicht auf den Sack. Ich weiß, dass ich meine Flügel jetzt kaputt habe, ist mir auch egal. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Na, ich muss jetzt gegen Albon ein bisschen was machen. Aber die versuchen es auch ziemlich rabiat teilweise da vorbeizukommen. Ja, solange der auf 3 ist, mir ist eh egal. Es würde nur reichen, wenn ich vorne reingehe, wenn ich vorne auf die 1 gehe. Bottas hat 21 Sekunden Vorsprung. Das ärgert mich gerade. Ich hatte beim Start die Chance, ihn zu kassieren. Damit habe ich auch relativ viel gesnackt, schnell gesnackt. Muss jetzt im Hemmer, man muss im Albon gucken, dass ich den irgendwie so weggedrückt bekomme, dass das Feld ein bisschen ruhig. Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Das war jetzt ein kleiner Break-Test, definitiv. Weil den muss ich jetzt versuchen. Ah, bleib dran. Sehr gut. Naja, ich kann nichts machen. Das Problem, es geht jetzt nicht anders, als ich jetzt die Assi-Keule auszugreifen oder packen. Ich weiß, dass ich ihn hinter mir direkt habe. Ich muss jetzt gucken, dass ich 3 Runden vor Ende das Auto da A nicht vorbeibekomme und B, dass er nochmal vielleicht in die Box geht oder zurückfällt oder was auch immer. Ja, darf nicht auf 2. So, jetzt habe ich den Teamkollegen wieder vorbeigedrückt. Das ist das Wichtigste. Klar, es geht für mich jetzt nur rein um das Vorbeilassen. Albon, Perez ist dran. Ich hoffe, dass der Perez den jetzt gleich kassiert. Weil dann würde es reichen. Platz 4 würde nicht reichen. Platz 5 würde es passen. Wenn der 5. wird, aber dann... Der darf jetzt nicht unter 4 ins Ziel kommen. Schon so viele Dinge gebracht, da kannst du auch versuchen, den Albon da wegzubremsen. Ich muss jetzt versuchen, damit was zu machen. Das heißt, den Verstappen wegbremsen, dass der Albon vielleicht da hinten drauf wird oder sonst irgendwas. Ja, das ist jedes Mal die gleiche Ecke, da komme ich jedes Mal ein bisschen. Ah, Mann, das hat ja schon wieder den vorbei, dem.
So. Jetzt geht in die Box, Albon. Tut er nicht. Ich glaube, ich habe ihm ein bisschen den Flügel rasiert. Der hatte mich jetzt ausgemischt und den Flügel ist kaputt. Es geht nicht anders. Hat der Flügel kaputt? Naja, dann nicht, ne? Das bringt nichts anderes. Ich kann jetzt nichts anderes machen, außer dem Albon da irgendwas ans Auto fahren. Anders geht's nicht. Ich muss jetzt den zweiten Platz nach Hause fahren. Es sind noch zwei. Sorry, dass ich jetzt gerade so die Assi-Keule ausgreife. Auspacke. Komm, fast da. Packt der deinen Teamkollegen? Ich habe auch keine Power mehr, habe ich das Gefühl. So, Albon. Ah, das ist nicht klar. Der Verstappen fällt jetzt hinter den weiter zurück. Das ist das falsche Auto. Es muss getauscht werden. Es muss Verstappen und Albon getauscht werden. Sorry, aber den Bot, das ist mir gerade egal. Falsche Auto 5. Klatsch, Staatsgesetzen. Da ist der Flügel auf jeden Fall irgendwo ab. Die Frage ist, welcher? War es Perez? Es kann Perez gewesen sein. Ich hoffe, dass es Albon war. Dann ist er nämlich dead. Dann muss er rein nochmal. Ja, ihr geht rein. Geil. Yes. Jetzt reicht es für mich. Nur diesen Platz nach unten fahren. Jetzt muss ich nämlich Sechster werden. Und dann reicht es. Dann ist es jetzt auch nicht mehr dramatisch, dass sie mich überholen. Zwei Runden haben wir noch. Also anderthalb. Aber sorry, dass ich jetzt so diese Assi-Schiene auspacken muss, um mir den Albon vom Hals zu halten. So, Perez versucht natürlich jetzt vorbeizugehen. Ist mir auch egal. Aber auch selbst den Perez, den darf ich jetzt nicht irgendwie nur vorbei, wegen mir das auch ein Auto ist, wo es, was um meine Position, um eine gute Position noch gegen mich kämpft. So, okay. Wichtig ist, dass ich den Verstappen weg habe. Das ist erstmal den Dings weg habe. Den Albon raus habe, was die Megapunkte betrifft. Ja, ich muss das halt. Manchmal muss ich spiele halt diese Variante. Ansonsten hätte ich die wahrscheinlich nicht bekommen. Muss ich mir eingestehen. Aber es geht mir eigentlich gesagt auch ein bisschen um Geld. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Der fährt vorne seine Kreise den Sieg entgegen, damit ist das Thema eh gegessen. Die Frage ist, ob er dann Weltmeister wird, ne, mit den 26 schweren Punkten. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch nicht. There's only one lap of fuel remaining. Letzte Runde geht's jetzt gleich. Vorletzte Kurven. Eine Runde noch. Und dann habe ich den Perez. Und ich wäre jetzt auch gekommen. Albon ist auf jeden Fall, was die Punkte betrifft, nicht in der Lage. Perez greift an. Okay, clear. Und hat einen Fehler, ist raus. This is your final lap. Final lap of the race. Okay, some information on Perez. They are out of the race. Da wäre Albon lieber gewesen, aber okay. Jetzt noch ein Safety Car oder so. Meine letzte Runde nicht angreifen dürfen. So, ich lasse natürlich jetzt auf den Dings nicht ziehen. Jetzt möchte ich gerne diesen zweiten Platz zumachen. Perez ist jetzt egal. Der hängt natürlich jetzt genauso dahin, weil es voll mit Omo drin. Dann könnte es reichen für den sechsten WM-Platz bei den Konstrukteuren. Der dritte. Mit dem nächsten Podium. Mit dem vierten Podium in dieser Saison. Fünften, Entschuldigung. Aber es ist noch nicht durch. Bottas gewinnt das Ding. Die Frage ist, was ist mit der Konstrukteurs-WM? Was ist mit der Dings-WM? Ist der Bottas Weltmeister oder ist der Hamilton am Ende noch Weltmeister? Hamilton hat natürlich jetzt nicht viele Punkte gekriegt. Er wird nicht viele Punkte kassieren. Natürlich wird er jetzt
Ah, ich muss natürlich jetzt ein bisschen arbeiten. Sorry, das geht jetzt aber gerade ein bisschen ziemlich. Ich muss jetzt gerade ein bisschen noch. Aber jedes Mal in der gleichen Ecke. Ich frage es da an und der geht mir da außen vorbei. Das ist der zweite. Und damit ist es Platz 6. That's it. What a season. Great work this year. Really great work. It's been hard at times, but we've come through. Per Gasly, bester Fahrer. Okay, aber das ist egal. Wichtig ist, dass wir es geschafft haben. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Hamilton, ja. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es vielleicht einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel-1-Weltmeister. Ah, okay. Gemischte Gefühle bei diesem Sieg hier, denn für den Meisterschaftstitel hat es nicht ganz gereicht. Aber nichtsdestotrotz war das hier ein fantastisches letztes Rennen der Saison. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Ja, dann haben wir's. Lewis Hamilton, Weltmeister, den gilt es, die Saison zu schlagen und zu jagen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die letzten zwei Rennen hat sie keine Chance. Aber gut, okay. Über die ganze Saison hinweg war er da, wo er sein musste. Level 4 bei dem Podiumspass. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber zwei Punkte ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Sechster ist es dann am Ende geworden in der Konstrukteurs-WM, so wie ich das gehofft hatte. Renault abgefangen, Renault nur noch kassiert. Und der Fahrer, wir haben es dann doch hinbekommen. Ich weiß, dass das ein bisschen assi war, der Move teilweise. Aber ich musste es machen, um eine große Chance zu wahren. Und am Ende ist es dann tatsächlich Platz 6 geworden bei den Fahrern. Und damit sollte man durchaus gut dabei sein. Und ja, Albon nochmal geschlagen, Gott sei Dank am Ende. Ricciardo, was die Punkte betrifft, auch 129 WM-Punkte. Haben wir nochmal zwei Podien rausgeholt in den letzten beiden Rennwochenende mit Platz 1 und 2. Heute war es auf den Rennsieg, hat man keine Chance, da ist der Bottas durch gewesen. Und Hamilton ist am 9. Platz. Hat auch zwei WM-Punkte bekommen, hätte er die nämlich nicht bekommen. Ich glaube, da wären sie punktgleich gewesen. Also wäre es tatsächlich verdammt eng geworden Richtung Valtteri Bottas. Der musste so arbeiten, das hat er auch gemacht. Schumacher ist 17. da geworden am Ende. Ja, Pierre Gasly von 14 auf 6. Auch ein starkes Rennen. Passt jedenfalls. So, nächste Woche geht's auf Hamilton. Und wir gucken mal, was unsere Zukunft jetzt so noch bringt. Ich glaube, wir sind mal durch mit der Saison. Haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja, das ist gut. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ja, das ist so klar. Klasse, das war dann alles. Aber ich muss das machen. Es ging nicht für mich persönlich nicht anders, weil ich persönlich wollte für mein Ego einfach diesen sechsten Platz mit nach Hause nehmen. Das Maximum. Und das ist einfach das gewesen, was in die Saison rausgekommen ist. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Saison drin ist. Ob das nächste Saison ein anderes Team ist.
Oder, wir wissen noch nicht. Fahre die schnellste Runde in einer beliebigen Session. Die haben wir doch hinbekommen. Also, jetzt wird dieses Rennen noch nicht. Ja, damit haben wir es. Unsere erste Saison ist durch. Dann gucken wir mal, was jetzt noch nach der Saison passiert. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt noch passiert. Jetzt klärt sich hoffentlich unsere Zukunft. Normalerweise würde ich jetzt hier ja beenden. Aber, naja, abwarten. Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. So, Podiumsplatz haben wir ja drin. Haben wir eine Möglichkeit, einen Fahrer neu zu kaufen? Nein, ne, ich würde gerne Mick behalten eigentlich. Na, warte mal. Zurück zur Übersicht. Fahrer wird kontaktiert. So, dann machen wir das doch. So, passt. Schumacher bleibt auf jeden Fall in der nächsten Saison dabei. Und dann haben wir das Thema durch. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm. Und du siehst, was alles zur Verfügung steht. So, das Presseinterview machen wir noch schnell. Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Reden wir darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Ihr Team scheint im Moment sicher in der Mitte der Rangliste zu liegen. Was brauchen Sie, um ein noch höheres Niveau zu erreichen? So, natürlich das Triebwerk. Mehr Power brauchen wir dabei. Ihr zweiter Fahrer scheint ja unglaublich schnell Fortschritte zu machen. Ist er besonders enthusiastisch? So, na klar. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig? Oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Wenn die Ergebnisse stimmen. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Na klar, sonst gibt es keine Teamanordnung. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig? Oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Das ist klar. Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. Dankeschön. So. Gut, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dauert jetzt gerade nur einen kleinen Moment, bis wir fertig sind mit dem Laden. Und wir schließen unsere Saison ab. Unsere Zukunft, die zu unserem zweiten Fahrer ist geklärt. Wir gehen auf jeden Fall mit dem gleichen Personal in die neue Saison. Ja, 26 Millionen. Deswegen war dieser sechste Platz nämlich gar nicht so unwichtig. Ja, Kanada und Brasilien haben mal gerockt. Das waren zwei Saisonsiege. Und dann sind wir durch. Ja, wenn er nicht auch immer laden würde. Wir haben eine Menge Geld, das einfach nur auf der Bank rumliegt. Wir sollten was davon in unsere Einrichtung investieren. Das machen wir dann auch auf jeden Fall. Wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder und dann geht's in den Auftakt der neuen Saison in Australien.